Wenn man einfach nur die Datasette hätte drin lassen müssen. So, streichelt so. Dann mal wieder dahin. Wurst. Datasette. Wieder zurück. Chill out Launch. Wolper-Dinger-Generator. Datasette 1. Datasette 2. Austauschen. Auswerfen. Cocktailbar. Der da. Ja, ist schon wieder passiert. Ja, nicht raus. Ich wusste, da wir haben. Wieder zum Streichelsohr. In den Aufzug. Wurst. Datasette. Einwerfen. Zurück. Vielleicht passt's ja dieses Mal. Laut. Ich bastel schon seit Stunden hier so meine Viecher. Ich hab keine Ahnung und fusche wild herum. Sing. Was? Was soll denn das heißen? Ihr seid, ich bastel schon seit Stunden vergeblich hier die Viecher. Ich habe keine Ahnung und fusche herum. Aber jetzt ist er nicht da. Und jetzt los! Was ist denn jetzt? Hast du da das Setter wieder mitgenommen? Ich glaube, ich habe den. Nein, ich habe den Hebel nicht gezogen. Dunk! Den Hebel nicht gezogen. Bing. So. Jetzt aber. Also hübsch ist er nicht, aber. Nee. Bling. Na, was ist denn hier passiert? Hallo? Okay. Nimm das Datasetten-Ding wieder mit. Oh. Mach die Klappe zu. Kann ich das nicht rausnehmen? Nö. Dann gehe ich vielleicht erst zur Cocktailbar. Komisch, alle weg. Kann ich auch nur die Klappe zumachen? Mal zum Mixer gucken. Jetzt wird ein Geheimnis des Spiels gelöst. Zwei alkoholische Zutaten und eigentlich auch ein Schirmchen, aber da will ich heute mal nicht so sein. Okay, dann ab zum Spa. Sind Sie jetzt in der Sauna? Mehr geht hier nicht. Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ah, ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Hier! Au! Ist das eng! Und... Bah, so glimmig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Fulox! Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mir auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Oh. Ja. Ich wüsste einen Weg. Ach du, sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, ja, ihr seid ja auch ein bisschen kräftig. Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Wirklich?
Ihr habt noch 2 Stunden Saunazeit. Das darf eh nicht wahr sein. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Wirklich? Was soll das denn? Ist das eckerlich? Sag eckerlich! Warte mal, will ich jetzt an einzukitzeln? Welchen? Bra! Und nun? Weiß ich nicht. Schlechte Idee. Ich komm hier nicht weg. Du kannst dich selbst einschmieren. Okay. Boah, glitschiger geht nicht. Okay, ich muss mich noch mehr einglitschen. So bekomme ich das nie auf. Erinnerst du dich denn noch an die Fuel-Logs? Ja, das waren die ganz am Anfang. Ja. Hey, was tust du? Kann ich das auf einen von denen schütten? Was soll das denn? Hey, was tust du? Was soll ich denn noch machen? Oh, ich kann es aufs Handtuch werfen. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast verstanden. Hm. Oh, Armbanduhr. Zu weit. Zu weit. Hey, findest du das lustig? Was tue ich da gerade? Ja, du hast dir jetzt ein bisschen Platz gemacht. Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast bestanden. Ich will das Handtuch. Danke, aber meine Hände sind trocken. Scheiße. Irgendwie hast du die Kelle, glaube ich, gerade verpackt. Danke, aber meine Hände. Ja, irgendwas habe ich jetzt zerstoßen. Rück doch mal! Ja, ich habe mich selbst zerpackt. Was soll das denn? Ist das ecker? Bra, und nun? Nun gehe ich noch zu ihm. Der Keller vielleicht zu ihm? Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Dann schmier ich selbst wieder ein. So. Ich wieder flutschig. Glitschiger geht nicht. So, und jetzt will ich zu ihm, aber da komme ich nicht hin. Nee, jetzt kannst du, glaube ich, die Kelle wieder nehmen und dann funktioniert es vielleicht wieder. Dann will ich die Kohle. Naja, und dann die ins Handtuch. Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Ja, dann nichts wie raus hier. Oh, Herr Gott. Himmel, Sie sind überall. Jetzt haben Sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Okay. Da geht der Waffenstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los! Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Oh oh. Und jetzt erinnern wir uns an die Zukunft, in der ganze Elysium gebrannt hat. Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität.
Oh nein. Wir sind schon im Koi-Aquarium. Du schaffst das. Die schönen Marmorfresken. Du schaffst das. Was muss ich denn schaffen? Dass alle unten bleiben? Glaube ja. Mich auf die Champagner duschen. Du schaffst das. Die schönen Marmorfresken. Mich auf die Champagner duschen. Gut machst du das. Okay, ich habe zwar nicht verstanden, wie das funktioniert, aber funktioniert. Da, ich hab die Codes. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Nies vor! Geht ja schon los! Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht! Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ja, Sie haben mein Bein! Ja. Dann lest es doch selbst. Beeilung. Hä? Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nein, oder? Nein! Das gibt's doch nicht. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Okay. Halt, ich hol mir gleich den Zahn von hinten am Klavier. Sag mal, das war Fisto. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht der Biss, hatte ich mit Ben Jak und das haben Benami dieses Ge- Das macht keinen Sinn. Ja, du hättest mit ihr reden können, wenn du den Helm aufgesetzt hättest. Jetzt ist es schon aus dem Aufzug raus. Hilfe. Wieso sind die denn da jetzt schon? Der Roboter, der Computer erinnert sich an alles. Gut. Okay. Scheibenkleid, das... Hey! Zimmers... Ja, und den... Dann mach aber... Okidoki. Okay. Dann, Ob das... Erstmal so. Ne, dem Helm. Da drauf. Hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fetzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Nein. Aha. Goal? Ja? Wer? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch. Ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytes nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Hallo, Hausarrest. Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem,
Die Verlobung mit Cletus war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Argument. Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich es vermiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Oh, wie gemein. Aber... Goal? Ich rede nicht mehr mit dir. Soll ich den Helm absetzen? Den Helm absetzen? Dann hier raus. Kannst du eigentlich nur noch den Atompilz drücken? Nein, ich bin jetzt raus. Oh. Keiner da. Jetzt kann ich auch den Atompilz nehmen. Also. Ja, du musst wieder mit dem Helm. Du musst ja der Oberkontrollrat sein dafür. Aber ich will das eigentlich nicht. Na gut. Weiter? Gut eingehen. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay. Das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Okay. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Bumm. Cletus? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja, das gibt es. Womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Creme de la Creme. Der Rest ist... Genau, wie Gerda. Noch ein Deponianer? Genug gesehen, super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium, mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Funzone. Dort steht mein Chronokar. Was? Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden.
ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Okay, was kann ich tun? Dann die Echsenhaut wieder einsammeln? Ja, dann machen wir das. Ich hol mir den Schlägel erstmal wieder. Oh. Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürfte gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fjulox getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Okay. Brave Fjulox, gute Fjulox, überhaupt nicht hungrige Fjuloxchen. Ey, was kann ich tun? Aber nix.